Lieben, und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen heute den heiß ersehnten Sexy Mama. Ich weiß nicht, wie ich den nennen soll, aber wir machen auf jeden Fall diesen schönen Look, den ihr hier gerade seht. Und ich finde, er sieht unfassbar gut aus. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Make-up-Tutorial. Ich fühle mich übrigens genauso, wie es auf dem T-Shirt aussieht. Und dementsprechend sehe ich natürlich auch aus, aber das mal by the way. Und ich würde sagen, los geht's! Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil mein letztes Make-up-Tutorial ist schon ein bisschen länger hier. Und ich bin, glaube ich, so ein bisschen aus der Übung, aber ich hoffe, das kriegen wir dann trotzdem hin. Ihr habt gesehen, welche Produkte ich benutzt habe. Also eigentlich, wenn ihr nähere Infos zu den Produkten haben wollt, bitte nochmal das letzte Video. Aber ich werde es euch auf jeden Fall immer wieder so einblenden. Also wir fangen natürlich an mit Annabelle's. Und das ist die, ja, Fenty Beauty. Fenty Beauty Base. Die tragen wir auf unser Gesicht auf. Ich blende das immer mit den Fingern kurz ein. Huch. Oh, ich bin so doof. Ich wollte eigentlich gar nicht mit dem Gesicht anfangen. Okay, wir fangen auch nicht mit dem Gesicht an. Scheiß drauf. Wir haben jetzt schon zwar die Base drauf, aber ich fange eigentlich immer mit den Augen zuallererst an. Warum? Weil wegen Fallout, wisst ihr alle. Und dafür nehme ich jetzt hier einmal mein MAC Paint Pot. Und das trage ich mit den Fingern großzügig auf mein bewegliches Augenlid auf. Irgendwas wollte ich euch gerade sagen, ich habe es vergessen, fällt mir gleich wieder ein. Das mache ich hier nochmal kurz so ein bisschen smoother mit meinem Beauty Blender. Oh, ja, genau. Das war's, aber dazu kommen wir gleich. Ich hatte euch ja letztes Mal diese Paletten gezeigt in dem letzten Video, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Könnt ihr hier gerne gucken. Im Grunde genommen ist es jetzt eigentlich scheißegal, welchen Ton ihr benutzt. Irgendeinen hellen Ton könnt ihr jetzt nehmen, um einfach dieses Gedöns, um einfach eure Augenlider noch mal kurz zu setten, damit halt der Lidschatten so ein bisschen besser flutscht, würde ich sagen, weil ohne, dass du es noch mal hier settest, flutscht das, finde ich meiner Meinung nach nicht so gut. Wir fangen an mit dieser Bright Looks Palette. Ich mache jetzt nicht allzu viel. Und zwar fangen wir natürlich mit diesem Ton an. Das ist ein Salmon Ton. Ich liebe diese Zwischentöne, also zum... Nimm mal ein bisschen auf den Pinsel. So, das tragen wir genau hier in diese Lidfalte ein. Das dient einfach nur so ein bisschen als Transition Color. Ich muss jetzt auch ehrlich sagen, dass ich nicht immer 100 Millionen Stunden Zeit habe, diese ganzen Farben immer so super duper zu verblenden. Ja, diese Töne, die kriegt ihr auch in der Drogerie. Also da braucht ihr jetzt nicht unbedingt die Palette, die ich euch jetzt zeige, aber... Dann nehmen wir Indian Red. Auch ein sehr, sehr schöner Ton, aber die Farben haben, wie gesagt, schon ein bisschen Fallout, aber... Verblenden. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der Look sieht einfach geil aus, wenn ihr geile Wimpern drauf habt. Ich benutze hier übrigens den Pinsel 228 von Zoeva. So, und dann als letztes gehen wir in das Terracotta rein. Das sieht in der Kamera ein bisschen heftiger aus, finde ich, als es in Wirklichkeit ist. Aber das geben wir noch so einen Klecks da rein, damit es noch so ein bisschen das gewisse etwas bekommt. Und das hat es gerade in der Tat. Einen sauberen Blendepinsel und versucht das einzublenden, ihr Lieben. Ich liebe es ja auch, mit sauberen Pinseln zu arbeiten. Ne? Das ist einfach dick King. Leute, nehmt euch Zeit, um eure Pinsel sauber zu machen. Das ist wirklich... Jetzt dachtet ihr wohl, dass ich einen Cut-Crease oder so einen Scheiß mache. Ich hasse Cut-Creases über alles. Das funktioniert bei meinem Lid einfach nicht. Dafür habe ich, finde ich, einfach zu viel Schlupf. Findet ihr nicht auch? Ja, finde ich auch. Und deswegen nehme ich jetzt einfach hier diesen Silberton. Ihr könnt irgendeinen Silberton nehmen. Es ist eigentlich im Grunde genommen wurscht. Und dafür nehme ich den Zoeva 234 Pinsel. Und jetzt trage ich... Und ihr seht, das ist so heftig pigmentiert, Leute. Oh mein Gott. Als ich das erste Mal aufgetragen habe, dachte ich so, wow, wie geil ist das bitte. Aber ich trage das jetzt auch nicht allzu hoch auf, weil ich das sowieso gleich nochmal mit dem Rot verblenden werde. Diese Kante, die da entstanden ist, die machen wir so ein bisschen weicher. Unsere Keyfarbe ist wirklich diese Farbe von Urban Decay, Betrayal heißt die. Das ist dieses Lila, was mir einfach ungemein gut steht. Und ja, als ich das aufgetragen habe, dachte ich, ich will halt diesen Kick hier vorne haben. So, wisst ihr? Und deswegen habe ich das hier vorne direkt, seht ihr,
hier aufgetragen. Ich glaube, wenn ich gleich mal die ISO hier ein bisschen weiter runternehme, dann werdet ihr das auch ein bisschen besser erkennen können. Also ich habe es auch hier in den Innenwinkel aufgetragen. Und das ist mal richtig heftige Farbe, Leute. Und dann blenden wir das wieder mit dem Rot. Ich habe gestern übrigens, ich habe gestern einen Film gesehen. Was war das bitte für ein Film? Der hat mich mal einfach mal null gerockt. Wobei ich immer sagen muss, ey Leute, Flugzeugfilme, bei denen bin ich eigentlich immer so gefesselt, ne? So, ich bin da mitten in dem Film drin, ne? Aber bei dem irgendwie, gestern war das so, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie der hieß. Auf jeden Fall ging das um diese Flugzeugkatastrophe in New York, wo der Typ dann in dem Wasser gelandet ist, in dem Fluss. Und jetzt habe ich hier den Eyeliner von NYX. Den konnte ich euch das letzte Mal nicht so genau zeigen. Aber damit zieht ihr euch wirklich eine dünne Strich. Ich mache auch kein Wing oder so, also nur. Ich lasse das jetzt einfach so. Ja, dann trage ich jetzt hier die Wimperntusche auf. Das ist diese hier von Benefit the Bad Girl. Das mache ich einfach nur, damit man halt nicht das Ding sieht. Na, den Übergang zwischen Wimpern und Wimpern. Ah, wie geil. Wiederholt ihr bitte das Ganze hier nochmal am unteren Wimpernkranz. Also hier nochmal das Rote. Und hier dann nochmal das Lilane. Okay, meine Augenbrauen mache ich jetzt auch auf Kamera. Da habe ich das Anastasia Beverly Hills Powder einfach. Und das benutzen wir dann gleich. Ich würde sagen, ich mache jetzt das andere Auge fertig und dann sehen wir uns gleich. So, ihr Lieben, da wäre ich jetzt wieder zurück. Beide Augen sind geschminkt, denke ich. Ich habe gestern eine neue Matratze geliefert bekommen nach Hause, Leute. Und ich bin so doof. Ich denke mir so, ey, bist du bescheuert? Warum hast du dir denn nicht schon vorher eine neue Matratze gekauft? Die war schon so durchgelegen. Und Leute, wenn ihr auf etwas Wert in eurem Leben legen solltet, dann erstens Matratze und zweitens Schuhe. Weil Schuhe, da lauft ihr den ganzen Tag drauf rum. Und Bett ist natürlich genauso wichtig, beziehungsweise Kopfkissen, ja. Ich bin heute Morgen das erste Mal ohne Rückenschmerzen aufgewacht. Ich habe natürlich hier oben noch so ein bisschen, aber ich glaube, man muss sich auch natürlich ein bisschen so ans Bett gewöhnen, ne? Aber ein Traum. Und mein Mann meinte auch so, oh, das ist so schön, heute Morgen ohne Rückenschmerzen aufzuwachen. So, ach, echt? Du warst doch immer derjenige, der immer total dagegen war, ey. So, Leute, ihr habt mich alle gefragt nach den Wimpern. Das sind die Wimpern, die habe ich mal irgendwo bei AliExpress bestellt. Frag mich nicht mehr, wo, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Ich weiß auch nicht mehr, welches Modell das ist, weil da keine Nummer draufsteht. Keine Ahnung. So, ihr Lieben, die Wimpern sind auch aufgeklebt. Ich hoffe, man sieht es eigentlich so relativ ganz gut. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart: das Make-up. Ich liebe Make-up auftragen momentan. Und dazu benutze ich das Fenty Beauty in der Farbe 200. Wie gesagt, das dunkelt bei mir so ein bisschen nach. Und dafür benutze ich einen Blue Beauty Blender. Könnt ihr auch eigentlich direkt so machen. Also ich könnte momentan dafür sterben, ohne Scheiß. Ich liebe, liebe das. Und gestern habe ich ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, von der Tati. Und da hatte sie so ein Sponge vorgestellt, so ein Schwamm. Ich war hin und weg. Ich wollte unbedingt diesen Schwamm haben, aber die liefern leider nicht nach Europa. Und da war ich auch schon wieder so, Scheiße. Den wollte ich so, so gerne haben. Weil die meinte sogar, oh mein Gott, der ist sogar besser als der Beauty Blender. Ich so, what? Weil mein Liebling ist ja schon der Beauty Blender. Und gibt es da noch etwas, was da noch drüber ist? Und da war ich so, boah, geil. Und gestern habe ich mir die Jaclyn Hill Paletten bestellt. Oh mein Gott, ich war so glücklich, dass ich die bekommen hatte. Ich glaube, heute sind die schon ausverkauft. Also diese Vault Palette, die sie ja eigentlich schon gelauncht hatte, aber wo alle dann mit der Textur so unzufrieden waren. Und ein Glück habe ich dann gewartet nochmal darauf. Guck mal, wenn ihr das nicht sofort verblendet, dann passiert leider das. Dann habt ihr richtig Probleme damit, da weil es so schnell trocknet, das einzublenden. Deswegen eigentlich nicht so machen, wie ich das gerade gemacht habe, sondern ich würde direkt dann so, ne? Ja, da war ich auf jeden Fall froh, dass ich da noch ein bisschen was ergattern konnte. Und ich frage mich, ob es wirklich hier noch bei uns in der Türkei dann ankommt, weil erstens war versandkostenfrei. Das hat mich schon so stutzig gemacht. So, hä, wie versandkostenfrei? Und guck mal, wie flach das Gesicht aussieht, wenn man null Kontur, null Blush. Einfach, das sieht einfach nach gar nichts aus, Leute. Ich freue mich so auf mein Flaw-n-Mal-Video, was kommt.
Dafür nehme ich von Clinique die All About Eyes. Ich habe die auf Douglas nicht gefunden. Leute, gibt es die nicht mehr bei euch? Keine Ahnung. Also da war ich so, hä? Überfragt. Die arbeite ich so ein bisschen hier ein und dann gehe ich erst in mein Gesicht, weil es mir sonst nachher zu viel ist. Das Ganze muss jetzt natürlich auch noch gesettet werden. Das mache ich natürlich mit meinem Laura Mercier Puder. Das hätte ich denn hier so ein bisschen. Und da gebe ich nämlich gleich auch die Kontur für die Nase, weil da mache ich hier so einen Strich. Ne? Seht ihr? Und das mache ich dann hier auf der Seite auch. So. Und dann sette ich das hier auch nochmal. Dann nehme ich jetzt einen Pinsel. Und machen wir dann hier so. Ne? Übrigens, wir sind noch nicht fertig mit den Augen, Leute. Ne? Da habe ich von Laura Mercier dieses Candlelight Illuminating Powder. Das ist so geil zum Highlighten. Also zum. Guckt mal jetzt den Effekt hier an. Seht ihr, was ich meine? Nur dieses kleine bisschen, was das schon macht. Oh mein Gott, Leute. Sieht so geil aus. Was wir, by the way, vergessen haben, ist ein Kajalstift. Dazu nehme ich den Max Boulder. Und den trage ich hier. So, Pieps, dann wollen wir noch ein bisschen konturieren. Ich habe jetzt hier die Kakao Konturpalette und dazu nehme ich das Dark Kakao, also diesen rötlicheren Ton, und mache hier so ein bisschen Wärme jetzt in mein Gesicht. Und ihr seht auch sofort, was das Ganze bringt. Oh mein Gott, ich liebe es. Und das blenden wir schön aus. Dann nehme ich einen sauberen Pinsel und nehme die Konturfarbe Medium Kakao und so ein bisschen Kontur hier unten und fege gleichzeitig diesen anderen Staub da unten weg. Und ihr seht, trotz dass ich vorab gepudert habe, ist hier dieser Strich und ich hasse das, ne, Leute. Und dann nehme ich noch einen sauberen Pinsel und konturiere so ein bisschen meine Nase. Das Problem ist einfach, dass sie so ein bisschen schief ist und das kann man nicht so gut ausgleichen. Aber trotzdem will ich die ein bisschen konturieren, weil die mir sonst zu breit ist. Und ja, das ist so ein bisschen schwierig bei meiner Nasenform, seht ihr. Dann pudere ich mir das Puder hier nochmal weg. So, ich arbeite das Ganze nochmal mit den Fingern nach, weil manchmal sind da noch so eine Kleckse drin. Dann können wir das schön ausblenden. So, was fehlt jetzt natürlich noch? Blush, da habe ich den von Milani, den Baked Blush in der Farbe Luminous. Und da gehe ich auch ordentlich rein. Und ich liebe diesen Ton. Der macht frische Kick bis zum geht nicht mehr. Und die Farbe, finde ich, passt immer so fast zu jedem Make-up, finde ich. Also wenn das kein 20-Minuten-Video wird, Leute, ne? Dann weiß ich auch nicht. Aber ihr wolltet das und ich wollte das auch. Und mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Und ich freue mich vor allem auf das Flormar-Video, Leute. Weil ich diese Produkte erst ab morgen anfange zu testen. Aber was dann dabei rauskommt, wie die Produkte sind und so, das interessiert mich natürlich mega. Zu allerletzt natürlich noch Highlight. Hier haben wir das Mary Luminizer und einen Highlighter-Pinsel Nummer 134. Da gehen wir natürlich ordentlich rein. Und highlighten uns unsere Wänkchen. Also wenn ihr sehr viele Pickel oder sonstiges habt, dann würde ich auf gar keinen Fall Highlighter so viel empfehlen, weil Highlighter hebt das Ganze natürlich noch hervor, Leute. Also wenn ihr richtig unreine Haut habt, ist es so ein bisschen schwierig wegen Highlighter, ne? Aber wenn nicht, haut rein, Leute. Dann wird das Ganze natürlich noch fixiert mit unserem Fix Plus. Hasse das wieder, wie man aussieht, wenn man dieses Spray benutzt, so als wäre man der King. Bin ich aber nicht. Zu allerletzt habe ich hier einen Lipgloss und zwar von Maybelline, der Vivid Hot Lacquer in der Farbe 66. So sieht es aus. Das ist so ein leichter Rosé-Ton. Eigentlich mag ich so Lipglosse eher nicht so, weil die bei mir so auf den Zähnen sich abstempeln manchmal.
Falls ihr irgendwelche Teigreste unter meinem Nägel gesehen habt, Leute, das war, weil ich gerade vorhin einen Teig gemacht habe und der ist so gut gerade. Und Leute, wenn ihr wissen wollt, was es wird, dann müsst ihr natürlich mir auf Instagram folgen. So, jetzt natürlich die Haare. So, ihr Lieben, das ist der Look. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Also es machen viele Faktoren auch diesen Look aus. Haare, Make-up, Kleidung, bla bla bla, Ohrringe, Schmuck, alles, ne? Entschuldigung, wir sehen uns wie gesagt am Wochenende zu unserem neuen Video wieder. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Danke fürs Einschalten. Tschüss.